Bist du marketingverantwortlich als Marketingmanager oder Geschäftsführer? Dann kommt jetzt dein Beitrag. 7 Impulse, auf was du beim Marketing grundsätzlich und permanent achten solltest. Bleib dran! Wenn es bei Unternehmen nicht mehr so läuft, die Mitbewerber immer mehr die Oberhand bekommen, sind Abteilungsleiter schuld. Oder Bereichsleiter, die schieben es auf die anderen Mitarbeiter oder auf den Vertrieb und so weiter. Also das ist eine ewige Kette. Das kann ja auch schon so sein, dass die eine oder andere Abteilung ja da ein bisschen schläft. Stichwort Komfortzone und Betriebsblindheit. Meine Meinung aber, oft ist es das schlechte Marketing. Das schlechte Marketing, das eben keine Chance hat, irgendwie erfolgreich zu sein. Gutes Marketing hat unzählige Facetten und Möglichkeiten. Du bekommst jetzt 7 wichtige und grundlegende Impulse von mir, auf was du beim Marketing achten solltest, damit alles im Lot bleibt. Beispiel große Kunden. Was ist, wenn bei einem Unternehmen ein großer Kunde abspringt, der vielleicht 30% vom Umsatz ausmacht? Was passiert? Ich muss Leute entlassen oder vielleicht sogar das Unternehmen schließen. Die Frage ist ja hier, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sowas sehe ich doch normalerweise vorher. Da muss ich meine Marketingstrategie anpassen und brauche ein breiteres Kundenspektrum. Check deine Kundenstruktur, damit dir das nicht passiert. Schaff dir eine Möglichkeit, jederzeit einen Überblick von einem prozentualen Anteil eines Kunden am Gesamtumsatz zu haben. Dann setz dir ein Limit, zum Beispiel 15%. Kommt ein Kunde über das Limit, musst du einen Ausgleich schaffen durch zusätzliche andere Kunden. Wer sagt, okay, das schaffe ich nicht aufgrund des Personals, das heißt, ich bin ausgelastet, ein Kunde überschreitet aber die 15%, ich kann keine weiteren annehmen, dann musst du dein Geschäftsmodell überprüfen. Du brauchst ein Mindestmaß an Skalierung. Du brauchst ein Modell, das ein Mindestmaß an Skalierung zulässt. Also spätestens jetzt musst du dir dann Gedanken darüber machen. Faktor 2, Geschäftsmodell. Paradebeispiel ist Kodak. Damals der Platzhirsch beim Thema Fotografie hat schlichtweg die digitale Fotografie verpennt. Zweites Beispiel, Nokia. Der Marktführer bei Handys. Auch einen offensichtlichen Trend völlig ignoriert und verpennt. Und es sind oft die offensichtlichen Trends, die einfach nicht erkannt werden, weil Verantwortliche am bisherigen festhalten, das, ja, sich nicht weiter drum kümmern, an alten Strukturen festhalten, haben keine Courage, sind vielleicht betriebsblind. Zum Thema Geschäftsmodell reflektieren und anpassen gibt es übrigens auch nochmal einen spannenden Beitrag. Dein Business, ein Auslaufmodell. Wir haben es dir wie immer unten verlinkt. So, was gibt es noch? Eingeschlafenes Marketing. Das tut mir natürlich persönlich am meisten weh. Das heißt, Unternehmen fahren seit Jahren die gleiche Strategie, nutzen die gleichen Werbemaßnahmen, haben wir ja schon immer so gemacht, ohne auch nur ansatzweise das Ganze mal auf den Prüfstand zu stellen. Bringt die Strategie noch die gewünschten Resultate oder sind die Resultate überhaupt nachvollziehbar? Ein Thema ist hier auch, liefert die Agentur vielleicht nur noch Routine? Hat die vielleicht auch ein Biss verloren? Oder passt das alles, was ich mache, noch zur Zielgruppe? Ist es noch glaubwürdig? Alles so Themen, die musst du prüfen bei dir. Und du musst die Mitarbeiter immer auf dem Schirm haben. Das heißt, auch die müssen auf dem Prüfstand. Haben die noch Biss? Haben die das nötige Engagement? Gerade zum Beispiel Vertrieb, so eine der ganz starken Säulen in einem Unternehmen. Setzt er die Strategien um, die geplant sind? Du kannst die besten Strategien haben, wenn die nicht auf die Straße gebracht werden, kannst du es vergessen. Kennt er die Strategien überhaupt? Das heißt, wurde er mit ins Boot geholt? Und wenn er sie kennt, hat er sie verstanden. Sonst bringt er die PS auch nicht auf die Straße. Wir von Thema Pure machen genau dazu Workshops bei den Kunden. Wir nehmen Mitarbeiter, Außendienst, Vertrieb, wir nehmen die mit, wir stellen Strategien vor, wir begeistern und dann sind alle irgendwie ein Teil von dem Ganzen. Übrigens sind Mitarbeiter in meinen Augen ein völlig unterschätztes Marketing-Tool noch. Ob das jetzt ein Ladengeschäft ist, Telefonservice, Vertrieb,
Alle machen für dich irgendwie Marketing, sie verkaufen oder repräsentieren dein Unternehmen. Nicht umsonst heißt es immer noch Servicewüste Deutschland. Also da hat es bei vielen noch nicht geklingelt. Nächstes Thema, Kunden. Passt noch die Zielgruppe? Ja, wir haben einen demografischen Wandel auch. Ja, was ist bei dir in deinen Kunden mit den demografischen Gegebenheiten? Veralten deine Kunden? Ziehen junge vielleicht nicht nach? Und hier ein ganz heißer Tipp von mir. Oft ist es der Generationswechsel, durch den du Kunden verlierst, weil die nächste Generation vielleicht ganz anders tickt. Du aber noch auf der Wellenlänge der alten Generation bist. Schnell auf die nachfolgende Generation einzugehen, kann wirklich ein Marketingvorteil sein. Das heißt, bemühe dich sehr schnell auf die nachfolgende Generation einzugehen. Die haben eine andere Sichtweise, die sind oft anders drauf. Und wenn du die frühzeitig mit ins Boot nimmst für deine Produkte und Leistungen, dann hast du hier schon mal wirklich was gewonnen. Dann haben wir noch Produktion und Preise. Können andere das gleichwertige Produkt deutlich günstiger produzieren oder anbieten und du schaffst es nicht, dann ist dein Produkt per se nicht mehr interessant. Vielleicht hast du aber Zusatzleistungen, die die anderen nicht haben, die du zu deinem Produkt mit anbieten kannst, dann wird es wieder spannend. Oder du änderst deinen Verkauf. Du verkaufst nicht das Produkt, sondern die Besonderheit hinter dem Produkt. Die Story, die verkauft, ist ein ganz spannendes Marketing-Tool. Oder glaubst du, dass eine Antifaltencreme für 200 € besser ist als eine für 30 €? Ich glaube da nicht unbedingt dran, aber ich glaube ans Marketing. Ich glaube, dass das Marketing für die 200-Euro-Creme besser ist, wie das Marketing für die 30-Euro-Creme. Da werden ganz andere Bedürfnisse geweckt, Hoffnungen geschürt, Sehnsüchte und Illusionen verkauft und nicht das Produkt, nicht die Wirkung, sondern alles drumherum. So, was gibt's noch? Den falschen Kanal. Werden denn alle nötigen Kanäle genutzt oder vielleicht auch, wenn du alle nutzt, die falschen? Zitat von Henry Ford, sehr bekannt. 50% der Werbung sind immer rausgeschmissenes Geld. Man weiß nur nicht eben, welche Hälfte es ist. Wir selbst raten dann auch mal ab. Das heißt, da muss man sich auch mal auf seinen Partner verlassen können oder auf seinen gesunden Menschenverstand und das reflektieren. Wir sagen auch mal, lieber Kunde, Printanzeige brauchst du nicht machen. Kosten Nutzen in deinem Fall völlig uninteressant. Twitter? Weil du alle 14 Tage eine Meldung hast, kannst du auch vergessen. Und auch Facebook musst du bedienen können und musst das passende Produkt oder Geschäftsmodell haben, damit Facebook für dich interessant ist. Es hilft nichts, wenn du die sozialen Medien nicht richtig bedienen kannst. Unterm Strich, alles hängt von einem Wort ab, eines meiner Lieblingswörter, reflektieren. Das heißt, Umfeld und Marketing verändern sich. Reflektiere regelmäßig alle Bereiche deines Marketings, Zielgruppe, Kanäle, Personal, künftiges Potenzial deines Geschäftsmodells. Sei selbstkritisch, setzt du immer aufs richtige Pferd oder ja, bist du einfach nur zu bequem oder zu stur, hier umzudenken? Wenn du das rechtzeitig machst, kann dir nichts passieren. Nur mit dem richtigen Marketing kommt auch der Erfolg. Also reflektiere. Auch dazu gibt es einen passenden Impulsbeitrag. Marketing ist immer falsch, ist ein kleiner Quickie, sehr spannend anzuschauen. Ja, Link wieder unten. Übrigens reflektieren im Marketing, da haben wir ganz spannende Workshops. Vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich. Den Link dazu findest du auch unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du einen Marketingimpuls mitnehmen konntest, gib uns einen Daumen hoch, lass einen Kommentar da oder auch sehr gerne deine Fragen. Am besten du abonnierst Thema Pure auf YouTube, dann verpasst du keinen weiteren Marketingimpuls mehr.